nicht, dass es muss. So, heute sind wir im Schloss Gottorf. Gottorf. Nochmal. So, jetzt richtig. Jetzt gehen wir in den Innenhof. Und wer hat eigentlich das ganze Pflaster da gelegt? Zumindest alles sehr, sehr faszinierend hier und sehr groß. Wer das wohl alles gemacht hat? Weiß man nicht. Jetzt ist schon der erste Flur. Ja, es gibt mehrere Flüre. Die sind echt groß und lang. Und hier ist schon die erste Statue, die ausgestellt ist. Die ist ganz schön faszinierend. Und hier sind wir beide schon neben einer Rüstung. Wer die wohl getragen hat? Ganz schön schwer. Und hier ist ein Schwert, das ist größer als ich und schwerer als ich. Ganz schön komisch. Und hier... Wie kann das nochmal zu zweit halten? Ganz schön schwer. Wer hat das wohl getragen? Weiß man nicht. Hier ist eine Glocke, die überlebt hat, weil manche sind auch zerstört. Die ist ganz schön cool. Und hier ist die Prinzessin Natalie. Ganz schön cool. Hör mal auf mit dem Spaß, wir gehen jetzt weiter. Keine Bock, diesen Text da zu lesen. Also, jetzt geht's weiter. Ihr könnt euch den ja gerne durchlesen. Ich will nicht. Hui. Jessica, die Prinzessin, die nicht sehr viel Bock hat. Sieht auch genauso aus. Jetzt geht's aber zumindest weiter. Hier wie zwei Prinzessinnen. Hui. Cool. Und hier sieht man schon einen Raum, wie das alles ohne Licht von heute ausgesehen hat, nur mit Kerze. Ich glaube, das war der... Ja, das war der Wein... Das war die Weinstube. Ganz schön dunkel und so waren alle Räume mit Kerzen nur. Coole Wandbilder. Die sind ganz schön faszinierend. Weiter! Wer hat das wohl alles gemacht und hat da wie viele Stunden untergehangen? Will man nicht wissen und... Wer möchte das bitte freiwillig machen? Hier kann man noch das nicht durchlesen, aber ich möchte es nicht. Also, ich gehe jetzt weiter. Und hier ist eine riesengroße Kapelle, wo mehrere Leute drin sitzen können, also oben und unten. Hier ist eine Orgel. Ganz schön klein, aber für so einen kleinen Raum reicht auch so eine kleine. Und da haben die Königsfamilien drinnen gesessen, dass sie nicht so mittendrin von den anderen Leuten saßen. Und da hat jemand wohl drauf gestanden. Wie ist er da wohl hochgekommen? Gab es eine Treppe? Keine Ahnung. Da saß der Priester, oder der Mensch, der das erzählt hatte so. Und da ist das kleine Taufbecken. Ganz schön klein. Ist ja auch für kleine Babys. Okay, dann lass mal weiter. Und hier saß nochmal die Königsfamilien, alle drinne. Ganz schön groß, aber alles ohne Heizung. Ich glaube, das war da bestimmt ganz schön kalt drin. Die haben da bestimmt in Decken drin gesessen. Ich will es nicht wissen. Aber diese Decken, die sind sehr faszinierend. Ja, jetzt geht's weiter. Und hier ist eine wunderschöne Tür. Und da geht's rein, wo in den Jägersaal? Ja, genau, in den Jägersaal. Guck mal, die Figuren, die da stehen, also die Rehe. Und Hirsche, die sind selbst gemacht. Und die sehen so cool aus, wie die geschnitzt sind. Und wie groß auch noch. Ganz schön faszinierend. Hier sind die Sitzmöglichkeiten, wo die Königlichen drauf gesessen haben. Oder die Gäste von denen. Und hier ist ein Schlitten. Der wäre was für mich. Da müsste Jessica mich drin rumziehen. Cool. So, jetzt geht's weiter. Hier ist ein Ofen, der sehr, sehr schön aussieht. Also wirklich sehr schön. Hier ist ein kleiner Schrank, also es gab noch größere und höhere, aber das ist noch ein kleiner. Hier war das ganze Besteck, Gläser und Tassen drin, ganz schön groß. Aber ich glaube, es gab noch größere. Dieser Kerzenständer da oben, der ist so groß und cool. Und hier ist der alte Aufenthaltsraum von den Königlichen, also Wohnzimmer. Und da ist ein Babybett sogar mit drin. Da ist ein König wieder, eine Statue von dem. Und hier sind wohl Leichen? Aber die lagen im Moor drin. Ganz schön cool. Guck mal, hier ist schon die erste. Die sieht ganz schön komisch aus, aber faszinierend. Aber die haben mal wirklich gelebt. Kann man sich jetzt gar nicht in diesem Alter jetzt so vorstellen. Aber dass sie noch so erhalten sind, cool. Und jetzt kommen wir zu einem Kind, was auch im Moor lag. Keine Ahnung, aber hier ist es. So, wir sind jetzt fertig.
bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.